scheint wirklich komplett live zu sein. Wir sehen Equipment bei Shoxy. Sanya spottet da Mitte. Neben einem schnellen Aufbau über Cutters. Boah, jetzt haben wir den Match Restarting Bug. Den hatten wir schon lange nicht mehr. Aber Uzi klärt einfach mal an kurz. Krass. Gibt einfach mal komplette Headshots. Ich dachte, Shoxy trifft gleich auf die Spieler, aber sein Mate an kurz. Mäht sie einfach alle weg. Und der Restart von mir auf dem Held-TV kommt natürlich gleich. Und nach der Runde, die hier scheinbar recht fix zu Ende ist, da kommt nochmal eine Smoke. Senja stirbt und nur Markelov macht einen ganz akzeptablen Headshot. Und Uzi. Boah! Schöner Schuss von Markelov. Aber die Franzosen von Jazz sichern sich hier die erste Runde. Und. Oh, es ist weg. Sehr schön. Also brauche ich gar keinen Retray. Perfecto. Tja, ich bin mal gespannt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Navi hier heute schon gewinnen kann. Lasst mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Aber ich glaube, Jazz ist noch eine Nummer zu groß. Sauber. So, fahren jetzt hinterher. Uzi trifft da gleich auf alle drei. Den ersten, den zweiten. Und den dritten macht sich Hoxy. 2:0, also Jazz mit der Eco von Navi. Null Probleme. Navi entscheidet sich direkt zu kaufen. Zwei Galils, drei AKs. Wenig Equipment, da sieht man es. Zwei Smokes, eine Flash bei Markelov. Damit versucht man jetzt hier die Runde zu gewinnen. Ich würde mich natürlich freuen, heute noch eine AWP bei Markelov zu sehen. Starix kassiert erstmal Digna E, Zeus baut er bei Cutters auf, Senja hinter ihm. Also auch hier haben wir so einen ähnlichen Aufbau wie bei Maus. Oder sagen wir Standard CSGO Aufbau. Ja, auch ein N6 hat man ja eigentlich so aufgebaut, von daher würde ich es sogar runterbrechen auf Standard CS-Aufbau. So, jetzt ja kurz. Ja, wird ein kompletter A-Split. Ich vermute aber, dass sie sich kurz dann warten. Ja, warten jetzt auf Starix und Starix und Edward. So, einer Grube hat keinen Support. Gegenflash kommt. Der Sound verwirrt einfach so extrem, dass man manchmal den Sound auf dem Ohr hat, der von einem ganz anderen Spieler kommt. Deswegen habe ich jetzt gerade gewundert, wo ist ein Headshot gefallen? Der war nämlich gar nicht da entlang. So, Navi schafft es einfach nicht, hier die Flex zu ziehen. Natürlich auch ein bisschen bitter, dass Shoxy da wieder mit 11 HP überlebt. So, keine Chance für Navi. 13:0 direkt die Rücklage. Kann mir gut gern denken, dass sie jetzt ein Eco auf jeden Fall machen und danach Markelov vielleicht instant auf AWP geht. Also Uzi und Shoxy machen einen guten Job an kurz. Wie gesagt, wenn es ein Eco ist. Boah, schönes Team-Deck von Ostrager eigentlich. Da kann das zu decken. Boah! So, Edward hat auch keine. Sieht da auch keine Sonne. So, haben wir jetzt AWP beim Markelov? Ja, wunderbar. Nein, mein Sound ist wieder Sync.
Ja, werde ich dann kurz mal offline gehen nach dem Spiel oder wenn es wirklich extrem nervt, gleich in der Eco oder so, ich weiß nicht, ob ich mir das erlaube, ich werde es in der Halbzeit machen. Hätte gehofft, dass der Bug irgendwie gefixt wird, aber er ist immer noch bei, muss ich mal irgendwie reporten oder so. So, immerhin Navi mal mit dem First Track. So, jetzt schicken sie da kurz vor. Scream müsste da aber eigentlich einigermaßen was mitbekommen. So, Navi jetzt schon extrem angeschlagen. A wäre fast die falsche Entscheidung. Oh, noch 40 Sekunden. Sie haben sich noch nicht entschieden. Boah, Markloff mit CPL-Schlitz in der Mitte. Wollen jetzt doch nochmal B. Und das ist eigentlich eine gute Entscheidung. Nur einer auf dem Spot, auf dem Plateau hinten oder so. Am Loch sogar. So, es stirbt dann kurz, aber Navi kassiert wieder die Frags. Markloff verschießt. Schießt nochmal. Und die hat dann nicht mehr einen Schuss abgegeben. Und Edward stirbt auch in der Mitte. Easy peasy für Jazz. Die Ukrainer geben hier wirklich kaum Gegenwehr zurzeit. Traurig aber wahr. Im anderen Spiel Rush gegen Z Nation steht es übrigens 5 zu 1 für Z Nation. Boah, da gab es gerade eine Teamflash, glaube ich, gegen Edward. So, jetzt haben sie wieder. Oh, jetzt haben sie wieder in Aufbau gespielt. Sammeln sich Mitte und Uzi. Anlang mit perfektem Timing hat er aufs Out gespielt. Nein, da darf er nicht schießen. Hätte er so schön hinterherkommen können. Kann natürlich jetzt ansagen, dass er dorthin geschoben ist. Oh, Navi kassiert auch immer krasse HEs am Anfang. Was heißt am Anfang? Aber am Ende. So, jetzt einfach mal der Contact Go. Versuchen es damit. Ganz klassisch. Aber die AWPs machen einen guten Job. Navi wird da abgeflasht. Nur noch Edward und Zeus gegen vier Leute. Hoxy. Ist da noch zur Stelle mit seiner AWP, trifft er wirklich nahezu jeden Schuss. Und Edward, keine Chance gegen Uzi. 6-0 für die Franzosen. Mann, Mann, Mann. Auch wieder sparen. Ich finde die Franzosen auch zunehmend dreister, zunehmend aggressiver. Hier passiert erstmal nichts, auch nicht. Ich hoffe nur, sie sind professionell genug, um sich genügend Zeit zu geben, um in dem Spiel was zu reißen. Boah! Krass, Mann. Das ist der einzige Skill der Franzosen. Ist schon nicht zu verachten. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, sie geben sich genügend Zeit zum Trainieren. Haben sie ja auch gesagt. Sie werden, glaube ich, vor 2013 an keinem Event teilnehmen. Werden bis dahin versuchen zu kellern, zu suchten, den Rückstand, den man ja jetzt hier durchaus hat, wieder aufzuholen. Ob das gelingt, wird man dann im nächsten Jahr sehen. So, Markloff und der. Nee, gar nicht. Das war Edward, glaube ich. Der gut gemufft ist im Todesgang.
Dann gibt es diesmal nichts. Navi wieder mit First Weg. Also, so fing es vorhin auch an. Trifft man aber zu gut mit AWP. Oh, Mitte wird aufgeaimt. Also, sie werden gerade. Ich weiß nicht. Sich selbst schlagen sie eigentlich gar nicht. Sie kommen einfach mit dem schnellen Spiel nicht klar. Sie sieht es teilweise extrem aggro spielen und dann auch die Frags kriegen. Das sieht einfach noch viel zu viel nach 1-6 aus. Schöner Headshot von Senja. Aber auch das ist halt nur. Ja, ein schöner Headshot, mehr auch nicht. Der müsste jetzt eigentlich. Ah, er schleicht halt gerade. Kommt auf jeden Fall gut drauf. Könnte sogar noch zum Bombplant kommen. Ich weiß nicht, ob Roxy das jetzt hört, aber Senja macht es eigentlich ganz gut. Mit Timing hat er jetzt den Frag. Sehr schön. Oh, das kann er sogar noch machen. Scream hat er anscheinend gehört. Oh, schade. Wenn er den noch macht, gemacht hätte, er das 1 gegen 1, wo er Austriker relativ viel Equip noch hat. Schade. Hätte ich Senja eigentlich gegönnt. Hat er ganz gut gespielt. Trotzdem bringt es alles nichts. Das Ergebnis bleibt nun mal gleich. 8:0. Boah, der Score ist halt auch so traurig, irgendwie nach 8 Runden. Noch nicht mal einer zweistellig. So, wieder kurz offensiv. Hoxie mit AWP Tower, habe ich es auch noch nicht gesehen. Ah, er schießt. Navi kassiert wieder AEs. Also das fällt gerade irgendwie auf. Sie kassieren jede Runde irgendwelche AEs bisher. Mal Maus, so hält man B-Speed auf. Hoffe ich zumindest, dass Scream das jetzt macht. Ja, Ostrager auch zur Stelle. Guck mal, er wird zu zweit geblockt. B lässt man unbeachtet, spielt es dann einfach Retake, gewinnt Mitte die wichtigen Duelle. Und da gibt es ganz schnell einen Retake. Ah. Muss ich fast Navi noch schnappen, aber nur nochmal gelaufen, der ist golden. Ah. Mann, Mann, Mann. Das tut doch ein bisschen in der Seele weh. Den Track, der vorhin lief, den kann ich dann nochmal reinstellen, also das Set. Ich hatte auch schon gefragt. Oh, Starix stimmt es allein dann lang. Sein Mate ist irgendwie hinten gewesen. Ich glaube, er war vielleicht perfekt gesehen. Zeus battelt sich dann kurz. Kann aber auch nichts reißen. Immerhin haben sie diesmal keine HEs gefangen. So, jetzt sind wir wieder kurz gefangen. Senja hat keinen Bock mehr. Er läuft durch die Smoke da an der Seite. Wird aber geholt von Oststriker. Tja, das ist mal kurz versammelt. Markov geht aufs Duell, aber auch nur am Patzen. Schöner Headshot von Zeus. Erste Mal, dass man ansatzweise was vom Aiming gesehen hat. Boah, schön. Sogar die Bombe switcht auf AWP. Vermute noch ein. Lang oder. Ja, sie war da sogar. Aber Scream hat die gemacht. Von kurz. 10:0 für Jazz. Aber es ist halt ein neues Spiel. Und da ändern sich halt auch mal die Favoritenrollen. So schade es ist, aber Navi zur Zeit einfach nicht gut. Weil man darf sie jetzt hier nicht irgendwie zuflamen oder so. Ich meine, sie spielen. Ich weiß gar nicht.
ja nicht, wann sie jetzt endgültig umgestiegen sind oder wann sie jetzt angefangen haben zu trainieren. Aber so lange ist es auf jeden Fall noch nicht her. Und wie gesagt, die meisten Teams spielen schon mehrere Monate lang, haben schon Events gespielt, haben schon Turniere bestritten, Online-Cups, Qualifier, hast du nicht gesehen. Und Navi fängt jetzt erstmal an und ist direkt schon in der Star Series Ladder. Können natürlich froh sein, dass sie da eingeladen wurden und daran teilnehmen können. Natürlich schon gutes Training. Das sollten sie auf jeden Fall wahrnehmen. Ich glaube nicht, dass sie hier das Ziel haben, in die Playoffs zu kommen. Das wäre auch arg unrealistisch. Aber die Erfahrung ist schon mal viel wert. Auch wenn es natürlich Online-Spiele sind, aber egal. Wir kriegen einfach so nur auf den Sack. Was streamt denn da? Fallen auf jeden Fall irgendwoher die Frags. Aber ich habe irgendwie immer noch nicht das Gefühl, dass Navi die Runde safe spielt. Also safe jetzt runterspielt. Choxy mit 24 HP gegen 2. Hört die Steps an kurz. So, keiner schaut nach hinten. Ja, machen sie ganz gut. Gehen zu zweit auf Spot. Bleiben da zusammen. Sie geht. Ah, holt sich noch ein paar Granaten. Nette Idee. Boah, Edward richtig low, aber Edward, andersrum. Makloff richtig low und Edward klärt. Und hey, die erste Runde für Navi. Woo! Aber die 11. schon mit Jazz. So. Makloff schon ein bisschen was gelernt hat in Go. Legt er direkt lang an. Oh, da trifft er sogar rein. Hawks sieht. Keine Chance gegen Hawks. Oh, aber Edward, bitte in der Smoke. Hört ihr das? Da wird gelaufen, obwohl es gar nicht Edward ist. Das muss ich nachher nochmal ergründen. Mich würde mal interessieren, ob ihr das auch schon auf GoTV bemerkt habt oder ob das wirklich nur bei mir so ist. Och, Uzi einfach lang rausgepusht. Navi. Da klappt ja schon nicht mal mehr der Aufbau. Sie können ja nicht immer mehr die Cities aufhalten, wenn sie offensiv kommen. Ah, wenigstens kennt Zeus schon mal eine Smoke in die City Base. Wir stehen einfach oben gegen das Fenster. So, Contact B, da steht Scream. Und wenn jetzt Shoxy ablenkt, er müsste einfach nur mal kurz am Tor schießen. Navi müsste aber eigentlich so klug sein. Das ist Eck Jack. Das Eck gibt's nicht, ein 6. Okay, danke an den Markus. Da bin ich ja beruhigt, dass es nicht an mir liegt. Also, so in Runden brauchen wir jetzt nicht mehr viel sagen. Ich meine, Navi hat einfach keine Chance. Sie sind auch viel zu unerfahren. Dass sie die Klasse haben, den Skill haben, um oben mitspielen zu können, steht eigentlich außer Frage. Sie müssen es halt jetzt nur über die Zeit irgendwie beweisen. Boah. Schöner Spray von Edward. So, 13-1. Ja, Imba mit einem 13-2. Kann Navi noch das Spiel gewinnen? Vielleicht sind sie jetzt zittisch und ultra krass. Aber Hawks ist auf jeden Fall auch ultra krass. Aber wie aggro sie einfach sind. Sie geiern einfach nach den Frags. Kriegen sie halt auch.
Zack, wieder einer weg. Nur noch Makler von Edward. In der Mitte mit Bombe. Minute auf der Uhr. Alle zählt es auch mit 100 HP. Hä? Das Team macht einfach Marklauf durch die Smoke. Irgend so ein Streifschuss. So, Edward entscheidet sich, über lang zu gehen. Wird auf Shoxi treffen. Oh, und der hat AWP. Das wird nicht gut enden für Edward. Sage ich jetzt schon. So, jetzt zieht er rum. Köpfchen. Wurde er noch nicht gesehen? Oh, krass. Also, die Franzosen spielen schon richtig beeindruckende AWPs. Auch wenn der Frack jetzt vielleicht nicht so schwer war, aber. Makelov mit hier. Augen oder so. So, im anderen Spiel, Rushed gegen Z-Nation, führt Rushed 12:3 auf Inferno als CT. Und bei Kirchnet gegen... bei Kirchnet gegen... Virtus führt Virtus 5:0. Wer hätte das gedacht? Ui, Navi spielt eine vernünftige Pistole. Wenn jetzt einfach alle drauf. Edward, Pistolmaster. Ach, da war es nur noch Hoxy mit 20 HP. Wird Gold von Navi. Von Marklov. Wunderbar. Sehen wir also doch noch ein paar Runden. Wobei wir alle wissen, wie immer die Pistols teilweise sind. Und vielleicht rastet Jars damit jetzt nochmal ordentlich aus. Bikey hatte verloren gegen Kirchnet, sehe ich jetzt gerade erst. Mit 10:16. Was ein verrückter Tag irgendwie von den Ergebnissen her. Die Pumpe bei Zeus. Aber man darf sie nicht unterschätzen. Also erstens ist sie krass. Zweitens gibt die richtig viel Kohle bei dem Kill. Ich hab's ja gesagt, die Pistols sind immer, na, wie sogar in der Unterzahl. Tja, in der höheren Unterzahl. Senja kann es eigentlich schon fast vergessen. Also komm B raus. Mach den R. Oh! Oh! Schön von Senja. Schöne Pose genommen. So, wissen Sie, wo Australia ist? Sie müssten einen eigentlich hören. Ja, jetzt ist ein Eon-Spot. Sehr schön. Und noch einer, aber Ostwag hat die Pumpe. Jetzt zwei schnelle Schüsse hintereinander. Der erste macht er, das war Senator Valo. Und jetzt Makelov. Ah! Er macht es mit der Pistole. Aber krasse Runde. Da legt sich der CT erstmal, der T erstmal schlafen, da Mac. Wer würde nicht auch gerne mal auf das 2 auf dem A-Spot chillen und die Sonne genießen? Oh, Mark läuft direkt mit CT-AWP. So ist er kurz gestorben. Geht aber Mitte raus. Was sie kassieren? Edward sieht da einigermaßen gut aus. Ist dann ja auch noch auf dem A recht sicher. Edward ist mit dem Duell am B. T zieht sich aber zurück. Eine Minute noch. Edward pusht hinterher. Macht eine gute Entscheidung auf jeden Fall. So, Edward gibt Gas. Macht das sehr schön. Spielt komplett auf Team. Ja, wunderbar.
Also als CD gefallen sie mir schon mal wesentlich besser, weil man die Eco von eben mal außer Acht lässt. Die Anti-Eco. Sie mit Ara hat aber nicht geschossen. Navi spielt auch ganz klassisch außerhalb. Sind ja in der Kurve zusammen mit Zeus, Markloff am A an der Headshot-Rampe und auch Jars mit einem ganz klassischen Aufbau. Uzi über lang, Rest über kurz. Nee, ist schon eher Mitte zu gehen. Oh, man ist schon Mitte raus. Da kommt die jetzt. Boah, da hat er keine Chance. Und Starwix entscheidet sich davor zu blocken, aber ich glaube, der Move kommt über kurz jetzt nochmal. Oh, schön umgebaut. Nur Markloff am Gooseegg. So ist in der City Base. Könnt ihr ihm noch helfen? Schön gestanden von Markloff, macht den ersten. Jetzt muss er es reißen mit Zeus. Markloff ist aber schon gestorben. Von lang wird Zeus auch attackiert. Vier Schuss hat er noch. Oh, das steht so unter Problem. Und er macht das nicht. Jazz hat schon mal das Draw geholt. Ja. Bleibt halt auch einfach nicht mehr viel zu sagen. Ox deckt deine T-Base ab. Also, nette Überfahrung von Jars, auch wenn jetzt nochmal ein paar Exit-Tracks fallen oder ein paar Abschluss-Tracks, aber kommt doch schon das GG von Senja. Ich hoffe, Navi zieht seine Schlüsse da aus dem Spiel, zieht seine Lehren raus, lernt was aus dem Spiel, macht in Zukunft irgendwas besser. Ich finde es auch nicht verwunderlich, dass wir das 2 gesehen haben. Ist einfach noch die 1-6 ähnlichste Map, wenn wir mal Mirage außen vor lassen. Ich glaube nicht, dass wir Navi so schnell zum Beispiel auf Inferno sehen werden oder auf Nuke. Die werden sich erstmal langsam vortasten und müssen halt ins Spiel kommen. Aber auf jeden Fall ist es vorbei. Jars gewinnt 16-4 und das letzte Spiel.